Town residents, this is Kirk Hansen. An unmarked aircraft has crashed in our district. The crash site is now a restricted area. My people will proceed to secure it. The rest of you, go home and stay there. That is, unless you want to catch a stray bullet. I am posting a state of emergency in Dogtown until further notice. More news to come as the situation develops. Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, ne? Die Maschine der Präsidentin ist abgestürzt, Notstand in Dogtown ausgerufen, okay, gut zu wissen, das heißt, wir müssen jetzt überall durchschleichen am besten. Yay, ich freue mich. Oh, wir können die Schuttrutsche benutzen. Ich denke mal, das Ding heißt Schuttrutsche. Heißt das anders? Keine Ahnung. Bringt man damit auch andere Sachen nach unten? Also irgendwo da hinten ist sie abgestürzt, ne? Da sehen wir auch noch so ein bisschen Rauch. Da an der sehr verpixelten Absturzstelle irgendwie. Fragt mich nicht, warum die so verpixelt ist. Das sieht aus wie gewollt. Unten hören wir ein paar Schüsse. Ansonsten ist da alles ziemlich leblos im Moment tatsächlich. Oh, na gut, dann rutschen wir mal hier runter. Ich hatte gar keine Angst, alles easy. Wonderful. Schon wieder im Müll gelandet hier. Ja, noch brauchen wir, glaube ich, nicht streichen, ne? Schleichen. Begib dich zur Absturzstelle, okay. Okay, I'm back. Songbird! And now, landed safely. Shit, Songbird, thought you might have... Fuck. Sicher gelandet? Yeah, I know. Songbird the cat. Life number 9 commenced. Alas. I made sure to get Myers to the safe room before I ejected. Run to the wreckage bee. Save her. Missile Songbird? They just shot you clean out of the sky. No fucking way. I had no idea Hansen was that fucked in the head. Or that fucking determined. Need to hurry. What then? Got a plan? Find Myers, get her to Liz Crest Street. It'll be the safest spot in Dogtown right now. Right. I'll be in touch. Godspeed, B. Shit. Oh, like you got to scratch the higher fucking hell. Okay, gut. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Okay, ich laufe da an der Straße entlang. Im Prinzip, das ist da hinten die an der Straße oder unter der Straße oder so, keine Ahnung. Da ist irgend so eine Kugel scheinbar. Was sagt denn die Quest hier? Songbird, echt niedlicher Name für eine tödliche Netrunner-Braut, die aus einem entführten Flugzeug heraus mal eben den Relic hacken kann. Ein entführtes Flugzeug, das jetzt in diesem Drecksloch namens Dogtown abgestürzt ist. Dann mach mal, spiel den braven Soldaten und rette die New SA, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, Präsidentin Rosalind Myers. Und wenn es noch nicht zu spät ist. Wenn ich was verpasst habe, dann weil ich damit beschäftigt war, den ganzen Scheiß hier für die Nachwelt aufzuschreiben. Ich glaube nämlich nicht so ganz, dass wir das überleben werden. Ja, mal gucken. Na, guck mal, hier haben wir Eintrag. Rosalind Myers. Okay, da wissen wir auch mal, wie die aussieht. Die derzeitige Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Myers stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie von der Ostküste, die angeblich Nachfahren der ersten englischen Siedler von der Mayflower sind. Ja, auf jeden Fall. Sie begann ihre Karriere im US Marine Corps, den Marines, durch ihren vorbildlichen Patriotismus, ihre Tapferkeit auf dem Schlachtfeld, ihren Gehorsam und ihre Disziplin stieg Myers schnell in den Rängen auf und zog bald die Aufmerksamkeit des Befehlsstabs von Militech auf sich. Nach dem Tod des Geschäftsführers des Konzerns Donald Lundy... Oh, ob Militech was damit zu tun haben. Militech sind aber hier... Achso, nee, die Jungs, die Dogtown kontrollieren, sind ehemalige Militech-Soldaten. Ja, so rum war das, glaube ich. Übernahm Myers schließlich selbst dessen Position. An Myers Leistung als Konzernpräsidentin scheiden sich die Geister, doch ihre eifrigen Reformen hatten mehr Gegner als Unterstützer.
Ohne auf ein offizielles Misstrauensvotum zu warten, trat Myers von ihrem Posten als Geschäftsführerin zurück, wobei sie diese Entscheidung damit begründete, dass sie als Präsidentin der USA, nenne ich sie jetzt einfach mal, kandidieren würde. Sie gewann die Wahl und wurde damit in der kurzen Geschichte der neuen Vereinigten Staaten zur zweiten Frau im Oval Office. Ihre erste Amtszeit endete dramatisch mit ihren Bemühungen im Vereinigungskrieg von 2069, alle Staaten wieder unter der amerikanischen Flagge zu vereinen. Trotz der militärischen Unterstützung von Militech musste Myers die USA-Truppen aus Kalifornien abziehen. Doch ihre zerstörten Expansionsträume hielten Myers nicht auf und schadeten offenbar auch ihrer Beliebtheit nicht im geringsten. Alter. Wie lang ist denn das hier alles? Da sie die zwei folgenden Wahlen ebenfalls gewann und sich jetzt auf eine vierte Amtszeit vorbereitet. Vier. Na gut, dann wurde die Limitierung auf zwei scheinbar irgendwann mal abgeschafft. Auch wenn Myers in der Politik wie ein Naturtalent wirkt, wissen ihre engen Vertrauten dennoch, dass sie ihre militärische Vergangenheit durchaus vermisst. Natürlich ist das Leben der USA-Präsidentin nicht entspannt. Mehrere Attentatsversuche zeigen, dass manche politische Fraktionen sie am liebsten aus dem Weg räumen würden. Nichtsdestotrotz ist die größte Gefahr für die Gesundheit der Präsidentin ihre andauernde Nikotinsucht. Mal sehen, ob das noch irgendwie eine Rolle spielt. Die Verbindung zu Militech und die Nikotinsucht. Und hier haben wir Songbird. Was ist ja auch so lang, ey. Was ist denn da los? Na, Song So Me oder Songbird, ein Netrunner in den Diensten der FIA. Ursprünglich arbeitete sie freiberuflich und nahm die Aufträge an, die andere Netrunner als lukrative Selbstmordmission abtaten. Doch vor Song öffneten sich die Datenfestung der Konzerne wie Konten, die mit dem Passwort Passwort geschützt waren. Sie arbeitete immer alleine und gab jeden verdienten Eddie für neuere und bessere Ausrüstung aus und für immer extravagantere Vergnügungen. In der Branche wurde sie schnell zu einer lebenden Legende, wobei manche Leute gar nicht glauben wollten, dass jemand wie sie tatsächlich existierte. Die FIA jedoch glaubte es. Ich habe auch kurz überlegt, ob es eine KI ist oder... Als Song den neuen Vereinigten Staaten von Amerika die Treue schwor, erhielt sie den Agenten namens Songbird. Nun stand ihr die technologischen Prototypen zur Verfügung, die unter höchster Geheimhaltung vor ausländischen Regierungen von der Agentur entwickelt wurden. Doch im Gegenzug musste Songbird schnell zwei Dinge lernen, die ihr bis dahin völlig fremd gewesen waren. Befehle zu befolgen und im Team zu arbeiten. Schwierig, ne? Die Immunität einer Regierungsagentin, die von einem mächtigen bürokratischen Apparat geschützt wurde, machte Songbird praktisch unantastbar. Vom Verbergen von Fahrzeugsignaturen bei geheimen Treffen zwischen USA-Vertretern und der Militärjunta in Mittelamerika bis hin zum Ausradieren der digitalen Spuren der Spezialeinheiten, die Terroristen hingerichtet hatten, welche sich wiederum als das Batmos-Kollektiv ausgegeben hatten. Netwatch hörte von all dem kaum mehr als das Echo von Songbirds Fußstapfen im virtuellen Raum. Und diese Echos verstummten verdächtigerweise in der Nähe der Black Wall. Na gut, an der Black Wall waren wir auch schon mal. Die... Was soll das heißen? SVI? Soll es ein I sein? I-12 Coda 1? Übernahm vor wenigen Jahren die Bezeichnung Space Force One. Im Vergleich zu dem Flugzeug, in dem Präsidentin Kress einst umherflog, der Griffin 414, ist dieses Modell bedeutend leichter und schneller. Anhand von Songbirds Empfehlung machte Präsidentin Myers ein paar Vorgaben, die über die üblichen Sicherheitsvorkehrungen für Suborbitalflugzeuge hinausgehen. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb beim Absturz der SFO in Docktown nur so wenige Menschen ums Leben kamen. Vor allem ermöglichte das Entfernen eines großen Bürobereichs es, ebenso viele USA-Agenten zu transportieren wie in einem größeren Flugzeug, und die Bürokabine selbst wurde mit stoßdämpfenden Prototypfasern von Militech verstärkt. Darüber hinaus ist das Flugzeug der Präsidentin mit Kampfbots ausgestattet, die jetzt zum ersten Mal aktiviert wurden. Ja, hätte sie mal lieber in Raketenabwehr investiert, ja, ganz ehrlich. Aber stoßsichere Kabine, wir haben es ja gehört von Songbird, ne, in den Sicherheitsraum hat sie sie gebracht oder in den sicheren Raum oder was auch immer. Das ist ja schon mal gut. Also haben die da tatsächlich drin überlebt? Hier geht die Sperrzone los oder was? Nee, das ist kein Soldat. Was ja schon mal hervorragend ist für uns, denn dann ist hier der Auftrag nicht sofort gescheitert. Oh, was ist da drüben los?
bei euch los? Ah, keine Ahnung. So, hier stehen die. Aber die haben halt noch keine Straßensperre errichtet. Nicht mal so ein Checkpoint oder sowas, ne, haben die hier noch nicht gemacht. Focus now. You won't pass this way without a fight. You're capable, I know. But I'd rather not take any chances. So stay low. Go around. Ja, gehen wir doch einfach außen rum. Dachte ich mir nämlich auch so. Ich will da ganz hoch eigentlich. Hallo? Ja, hier, ja, hoch. Hoch. Warum kann ich denn da nicht hoch? So, hier oben ist eine Dachparty. Okay, cool. Ja, hier kommen wir zumindest noch ein bisschen weiter. Mal sehen, wie dicht wir hier rankommen irgendwo. Naja, fuck. Für den einfach mal so ein bisschen hacken sollten. Okay, hier drüben, die Seite scheint frei zu sein, ne? Ich weiß noch nicht, ob die passierbar ist unbedingt. Was bist du denn überhaupt? Kann ich denn hier auf Daten umschalten? Oh shit. Was habe ich jetzt getan? Ich befürchte, ich habe ihn irgendwie gedingst. Nee, ich brauche das Scharfschützengewehr, danke. Closing in! Jetzt wissen die alle, wo ich bin. Okay, uncool. Oh, wer schießt denn da? Nee, irgendwie. Ja, ich habe ihn aus Versehen gehackt. Das war natürlich nicht so günstig. Hey. Ich glaube, dann nehme ich nochmal gerade einen Speicherpunkt. Das war nämlich echt keine Absicht. Without a fight, you're capable, I know. But I'd rather not take any chances. So stay low. Go around. Okay, es hört sich immer noch irgendwie ein bisschen abgebrochen an. So, aber hier lang darf ich ja, ne? Ist einfach nur ein Docktown-Bewohner. Hey, so, wie komme ich denn hier durch? Hier komme ich gar nicht durch, oder was? Hallo, ich würde da gerne rüber. Dankeschön. Versuchen wir es mal hier unten entlang. Ich
Ich weiß halt nicht, wie cool das ist hier von der Seite. Ich bin doch unterwegs. Ich weiß nämlich genau, wo ich hier lang kann. Ich hätte gehofft, hier irgendwo durchzukommen. Das sieht gar nicht so gut aus. Man muss wirklich von der anderen Seite irgendwie ran, oder was? Ach, laber. Okay, also ich muss da schon vorne durch. Und von oben da zumindest mal den Hack anzubringen, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So, wir pingen den da unten einfach nochmal. So, was sehen wir denn da noch? Keine Ahnung. Ich kann nicht durch Wände durchscannen. Ne? Ich würde ja super gerne irgendwie den rausfinden, wo die ihren Hacker haben. Was ist denn das da drüben? Kann ich hier zoomen so ein bisschen irgendwie? Hilfe, Flutlicht, vielleicht können wir die überlasten, ansonsten haben wir halt hier drüben noch welche. Was bist du? Ich würde gerne wissen, was das für einer ist hier. Achso, ein Private, da oben steht's, Private. Ist auch ein Private. Okay, und du bist ein Bestrafer. So, wie viel? 13 habe ich. Na, dann machen wir auch einfach einen Systemzusammenbruch, ne? Das sollte auch jetzt eigentlich hinhauen. Das war doch gut. Dann haben wir da vielleicht, hier komme ich nicht runter, gehopst, die Fassade irgendwie, ne? Aber vielleicht haben wir da einfach einen Eingang jetzt geschaffen schon. Das wäre auch ganz toll. Ja, nee, hier will ich gar nicht runter, da kann ich nicht runter. Wollen würde ich vielleicht schon. Wollen wir das mal versuchen. Ich weiß halt nicht, ob das gut funktioniert. Ich wüsste auch spontan nicht, wie ich hier durchkommen soll. Also wir gucken mal zum Beispiel, was so eine Ablenkung macht. Nicht viel. Sehe ich denn hier irgendjemanden ansonsten? Nee, ne? Okay, die haben mich spontan rausgeworfen und wissen auch, dass ich es bin.
ist natürlich schon mal blöd. Also keine Ahnung, ob der Plan so geil war. Jetzt wäre ich hier gegen gehackt und dann... okay. Ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wie das hier funktioniert alles wieder. Also ich könnte ausschalten, Unterstützungsmodus. Das versuchen wir mal. So, und wie markiere ich jetzt Ziele? Muss ich überhaupt Ziele markieren oder kann ich jetzt einfach, der bewacht ist ja hier hinten nicht mehr effektiv. Kann ich jetzt hier einfach rüberklettern und mich... Aua, was war das? Oh, da werde ich so ein bisschen gesehen. Hä, wieso falle ich denn da runter? Nervt mich da Stacheldraht oder was? So, mein Problem ist ja, hier vorne komme ich ja auch nicht durch, ne? Nee. Irgendwie? Nee. Hm. So, also den Turm zu übernehmen ist schon mal gar nicht schlecht, glaube ich, ne? So, wir pingen den nochmal. Dann ziehen wir den auf unsere Seite einfach. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Überlastung, ein Ablenkungsmanöver. Dreht sich aber nur einer um. Ich bräuchte aber, dass sich zwei mindestens wegdrehen. Okay, das bedeutet also, wir versuchen... It's not. What have you been doing the past 10? Hier drüben lang zu schleichen. Check the terminals? Yeah, yeah. Battery's fine. Something else borked. What? If I knew, we wouldn't be here. Well, that's that. We're fucked. Oh shit. Okay, da stehen auch welche. Na, muss ich wahrscheinlich hier durch, ne? Okay, die sind ja einfach überall. What's it fucking look like? Check the terminals? Yeah, yeah. Battery's fine. Something else worked. What? If I knew, we wouldn't be here. That's that. So, hier drüben dürften nicht allzu viele Gegner sein. Oben haben wir einen. Den finden wir mal. Was bist du? Ach, ich würde gern durch. Das sieht aus wie ein Netrunner. Na, vielleicht auch nicht. So, ich muss ja trotzdem irgendwie noch darüber kommen, ne? So, aber hier hinten rum, das sieht doch ganz vielversprechend aus, vielleicht. Hier vielleicht einfach so ein bisschen hochkrabbeln. Hätte es auch irgendeine Tiefgarage gegeben. Will ich den ausschalten? Habe ich jetzt schon Bock drauf. Vielleicht hat er geiles Loot. Thank you.
Komata. Kann hier bleiben. Scaffolding. Scale it. Go. Na klar, ey. Ups. Das sieht alles wieder sehr, sehr sicher hier aus. Na gut. Die ganze Aktion hier ist vielleicht nicht super safe. Aufzug? Nee, Leiter. Ja. Wieso kletter ich eigentlich so hoch? Ich dachte, die Präsidentin wäre unten. Was mache ich am Aufzug? How many are people there? There were 11 on board, counting myself and Wasman. How many still alive? No idea. Must be some way I could... Wait, I got it! The crane arm! Hop on! I think I can boot it up. Not a second to spare now. Kranarm klettern? Okay, ja, klar. Across the roof, right straight ahead. Was mache ich jetzt? Schalte ich die aus? Ich kann die nicht mal... Ich kann die nicht mal hacken von hier aus. Soll ich mich einfach hinter den lang bewegen oder was ist denn jetzt der Plan hier? Ich kann natürlich hier nicht runterspringen. Ah, okay, ich kann. Das hat auch nicht so sehr wehgetan, wie ich dachte. Ah, unauffällig. Niemand hat mich gesehen. Alles cool. Ready, steady. Enemy backups on the way. Sind wir auch mehr? Das ist jetzt aber ungünstig. Kann ich hier lang? Ey, ne, da ist super tief hier. Oh, ne, vielleicht nicht. Ihr seid doch auch keine Freunde, ne? Das sind alles Bargäste hier. Boah, aber irgendwie an den hier muss ich halt vorbei, ne? Der Hacker? Keine Ahnung. Die Rückverfolgung, die finde ich nicht geil. Hacker! Ja, ich weiß. Ich komme hier nicht durch. Ah, shit. Ja, nee, okay, so nicht. So, also das muss irgendwie anders funktionieren. Ich hätte gern noch einmal ein Ping, so ein bisschen. Mal still. So, da drüben ist nämlich auch noch so eine Gruppe.
Die sind ja halt echt überall, ne? Ich kann die nicht durch Wände durchscannen, ne? Das ist ein bisschen hinderlich. Sonst bin ich schon mal hier drüben. Ich muss halt bis nach da oben kommen irgendwie. Da links rum würde vielleicht gehen, da müsste ich hier aber hinter denen runterspringen irgendwie. Was haben wir denn hier? Private. Die müssen auch irgendwo... Ja, ich glaube, ich muss da hinten lang. Ja, komm ich hier nicht rüber? Komm schon. Ach, ich will hier durch. Ja, ah, der ist ja so dicht. Okay, vielleicht komme ich hier drüben auch nicht lang. Ich wollte es eigentlich ohne Kampf lösen gerne. Okay, wird schwierig. Das wird echt super schwierig. Okay, vielleicht muss ich es mit Kampf einfach machen. So, ich hätte natürlich gerne was mit Schalldämpfer. Weil ich das da natürlich nicht habe. Hoffe ich einfach, dass sie hier nicht herkommen. Richtig. Da hinten sehe ich zum Beispiel gar nichts. So, was haben wir denn da? Ein Bestrafer. Es sind einfach drei Bestrafer da hinten. Ja, geil. So gut. So, irgendwie müssen wir das hier. Dahin. Irgendwo ist der da, ne? Ist das so? So, der hat sich irgendwo nach da hinten verzogen. Keine Ahnung, was mit ihnen los ist. Da oben steht auch einer. Okay, aber hier hinten bin ich wenigstens einigermaßen safe, ne?
I know! Standort wird zurückverfolgt. Das ist natürlich nicht geil. Eigentlich wollte ich den Typen da nur pingen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Der ist am Boden. Was jetzt bald? Mit wie vielen von denen muss ich mich hier noch rumschlagen? Ja, ich glaube, die haben sich wieder beruhigt so ein bisschen, oder? Ich kann mal drüben rumgucken, ob ich da irgendwas sehen kann. Gar nicht dran. Okay, falscher Alarm, genau so sieht's aus. Dann probiere ich mal hier runter zu krabbeln. Okay, das sieht gut aus. Ach, da hängt noch einer um die Ecke. Sehen alle tot aus. Oh, okay, ja. Ich würde denken, der ist tot. Was hast du dabei? Ja, Itemkomponenten nehmen wir mit. Make for the wreck and watch who you shoot. We got NUS agents there, not bogeys. Oh, okay. Das sieht dann wieder nach einer etwas größeren Aufgabe aus. Ich war ja eben schon ein bisschen überfordert, aber wir kriegen das hin. Für heute war es das, aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.